Die Kalingas leben im Norden der Philippinen in den Kordilleren und ernähren sich von Reis, den sie so terrassenmäßig anbauen. Sie haben eine alte animistische Kultur und Religion. Riding in this car would makes us big. And now, when we come up here, they are just small things. It's completely an eye opener for me to see how big this is. Yet, can also be small. Now that I have an experience on top of this world. Ja, seit es in diesen Dörfern auch Handys gibt und kleine Fernsehgeräte, sehen die Kalingas, wie man an anderen Orten lebt und verkaufen Reisfelder, reisen nach Manila mit dem Geld, das sie haben und landen dort in diesen Slums. Und diese Geschichte hat mich sehr berührt und ich habe mich gefragt, was wäre zu tun in diesem Dorf, damit die Menschen dort bleiben, weil sie haben genug zu essen, sie haben eine intakte Kultur und Religion und landen dann in diesen elenden Zuständen. Ich war von diesen Tänzen und dieser Musik total begeistert und habe gedacht, die sollten in die Schweiz kommen, dann machen wir gemeinsame Konzerte und dann sammeln wir Geld für das Projekt und das hat total funktioniert. Damit konnten wir dann verschiedenste Projekte finanzieren. Und gerade in diesen gemeinsamen Konzerten wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, zu teilen. Wir können von den Kalingas und anderen indigenen Kulturen lernen, wie Spiritualität, Heilung, Arbeit, Kultur verbunden ist. Und wir mit unserem finanziellen Reichtum können dort Unterstützung leisten, Hilfe vor Ort. Und ich glaube, dass ohne dieses Teilen haben wir auf diesem Planeten keine Zukunft.